Guten Abend, meine Damen und Herren, und dir, lieber Gerd, vielen Dank für deine feinen, ehrenden Worte. Im März 1956 stellte das damals noch recht junge Institut für Demoskopie in Allensbach den Bürgern der ebenfalls noch recht jungen Bundesrepublik Deutschland die folgende Frage. Wenn Sie tun könnten, was Sie wollten, wohin würden Sie fahren? Was möchten Sie am liebsten einmal ansehen? Sie merken, verglichen mit den demoskopischen Standards von heute, klingt das alles noch ein wenig unbeholfen. Die Antwort auf die Wohin soll es gehen? Frage war allerdings eindeutig nach Italien. Tatsächlich war Italien bereits in den frühen 1950er Jahren das beliebteste ausländische Reiseziel der Deutschen geworden. 1955 machten dort bereits 2,5 Millionen Bundesbürger Urlaub. 1958 waren es bereits über 4 Millionen. Die Liebe der Deutschen zu ihrem Traumland hatte den Krieg überstanden, überlebt, als wäre nichts gewesen. Dabei hatten doch die Deutschen, die sich jetzt massenhaft in Badesandalen und Strohhüten in Italien tummelten, dieses Land erst kurz zuvor mit Stahlhelmen und Kampfstiefeln verlassen. Nach dem Waffenstillstand Italiens vom 8. September 1953 stand das Land bis zum Kriegsende ja unter deutscher Besatzung und die italienische Bevölkerung hatte die schrecklichen Folgen zu leiden. 9000 italienische Juden wurden nach Auschwitz deportiert, darunter allein aus Rom 1000. 600.000 Italiener waren zur Zwangsarbeit nach Deutschland und in die besetzten deutschen Ostgebiete verschleppt worden. Und Wehrmacht und SS hatten durch zahlreiche Massaker, Massenerschießungen und sogenannte Vergeltungsaktionen die Zivilbevölkerung terrorisiert. Ich erinnere nur an solche Orte, die heute zum Glück ins allgemeine Bewusstsein gedrungen sind, wie Mazzabotto oder die Fosse Ardeatine in Rom oder Sant'Anna di Stazzema in der Toskana. Als sei nichts gewesen, blüht neben dem Italientourismus auch die Italienliteratur unmittelbar nach dem Krieg wieder auf. Bereits 1946, da brauchte man noch eine alliierte Drucklizenz dazu, bereits 1946 erscheint das römische Tagebuch von Carlo Schmidt, damals Professor in Tübingen, später ein prominenter SPD-Abgeordneter und Minister geworden. Im gleichen Jahr noch, 1946, die Aufzeichnungen aus Italien des Dichters Hans Carossa, ein vielgelesener Nachkriegsklassiker. Noch größeren Erfolg hatte dann Werner Bergengröns 1954 erschienenes römisches Erinnerungsbuch. Ihnen allen und noch einigen anderen dazu, die ich jetzt nicht nenne, ist eigen, dass Sie den Stieliner älteren Reisebücher fortsetzen, die so gut wie ausschließlich von der Begegnung mit dem klassischen, dem ewigen Rom berichten. Von der Stadt der antiken Ruinen, der Kirchen und Katakomben, der Brunnen und Paläste, der ungezwungenen, heiteren Begegnungen mit freundlichen Italienern. Kein Gedanke gilt dem Krieg und der jüngsten deutsch-italienischen Vergangenheit. Hinzu kommen eine ganze Reihe von Büchern, die wiederaufgelegt worden sind aus der Zeit des Faschismus, also in den 40er Jahren erschienen, in den 50er Jahren ohne Veränderung wieder gedruckt worden sind von Autoren wie Bernd von Heiseler beispielsweise, den Germanisten noch bekannt.
Oder Alexander Kaufmanns Rom, ewiges Antlitz, Formschicksal einer Stadt. Schon der Titel verweist das ewige Rom. Inmitten dieses literarischen und politischen Umfelds erscheint 1954 ein Roman mit dem Titel Der Tod in Rom. Sein Autor Wolfgang Köppen. Worum geht es? Ich will den Inhalt kurz skizzieren. In Rom treffen, zum Teil geplant, zum Teil überraschend, die Angehörigen zweier miteinander verschwägerten Familien zusammen. Gottlieb Jude Jahn, ein für tot gehaltener ehemaliger SS-General, jedoch im Untergrund lebend, Waffenhändler für einen arabischen Staat, möchte mit seinem Schwager Friedrich Wilhelm Pfaffrath über die Möglichkeiten einer legalen Rückkehr in die Bundesrepublik sprechen. Pfaffrath war in der Nazizeit Regierungspräsident gewesen und ist jetzt wieder in Amt und Würden als Oberbürgermeister der gleichen Stadt, natürlich, wie er betont, streng demokratisch gewählt. In seiner Begleitung seine Frau Anna, seine Schwägerin Eva, Jude Jahns Ehefrau, noch immer überzeugte Nationalsozialistin, und sein jüngerer Sohn Dietrich, ein karrierebewusster, opportunistischer Jurastudent. Aus ganz anderen Motiven nach Rom gekommen ist auch Pfaffraths älterer Sohn Siegfried. Wie sein Bruder Dietrich war er auf einer NS-Eliteschule erzogen worden, hatte sich aber vom alten Geist gelöst. Er ist Komponist, Vertreter der Schönbergschen 12-Tonmusik und schwul. In Rom soll seine erste Symphonie uraufgeführt werden unter der Leitung Kürenbergs, eines weltweit bekannten Dirigenten. Dieser war in Pfaffraths Stadt Operndirektor gewesen, musste aber wegen seiner jüdischen Frau Ilse, die mit ihm nach Rom gekommen ist, emigrieren. Ilse erfährt erst jetzt, dass Siegfried, der Komponist der Symphonie, der Sohn eben jenes Nazi-Präsidenten ist, der sie in die Emigration gezwungen und ihren Vater, einen jüdischen Kaufhausbesitzer, ins KZ gebracht hat. Auch Jude Jahns Sohn Adolf hält sich in Rom auf. Auch er will auf andere Weise wie sein Cousin Siegfried aus der Vergangenheit Konsequenzen ziehen. Er studiert an der päpstlichen Universität, will Priester werden, bedrückt von der Schuld seines Vaters. Soweit ein knapper Überblick. Also Täter, Mitläufer, Opfer des Nationalsozialismus, die aus unterschiedlichen Motiven in der großen Stadt zusammentreffen, eine auf zwei Tage zusammengedrängte deutsche Familiengeschichte der 50er Jahre. Sie entwickelt sich in rasch aufeinanderfolgenden Szenen der Begegnung und kulminiert am Ende in einem in Blutrausch und sexueller Erregung begangenen Mord. Jude Jahn erschießt die jüdische Frau des Dirigenten Kürenberg, jetzt Köppen. Er, Jude Jahn, hatte zur Endlösung beigetragen. Er hatte einen Führerbefehl erfüllt, das war gut, und nun musste er sich verstecken. Der Mörder flüchtet ins Thermenmuseum, wo er tot zusammenbricht. Beim Erscheinen des Romans sorgte nicht zuletzt die Form des literarischen Erzählens für Aufmerksamkeit. Bis heute gilt der Tod in Rom in der Geschichte der deutschen Nachkriegsliteratur stilistisch als ein experimenteller Neubeginn. Köppen erzählt nicht in linearer Abfolge der Ereignisse, sondern in hinter- und zum Teil ineinander montierten Szenen aus unterschiedlichen Handlungssträngen. Dabei kann die Handlung manchmal mitten im Satz umspringen, bevor später der Handlungsfaden wieder aufgenommen wird. Ungewöhnlich ist auch die Erzählperspektive des Romans.
die klassische Unterscheidung von Ich-Erzählung und auktorialer Erzählung, also auktoriale Erzählung, wo der allwissende Erzähler das Sagen hat, ist ja aufgehoben. Beide Perspektiven kommen immer wieder ineinander, verwickeln sich immer wieder ineinander. Und schließlich fällt bei der Figurenrede die große Bedeutung des inneren Monologs auf, also jener stillen Selbstgespräche einer Figur, die ein stilistisches Mittel, mit der der Leser besonders intensiv in die Gedanken- und Gefühlswelt einer Figur hineingezogen wird, auch gerade in einer extrem bösen und geradezu widerwärtigen Figur wie des NS-Massenmörders Jude Jan. Aufsehen erregte Wolfgang Köppens Roman auch noch aus einem anderen Grund. Der Tod in Rom war der dritte und letzte in einer Reihe von kurz hintereinander erschienenen Romanen, für die sich in der Literaturgeschichte schon bald der Begriff Trilogie des Scheiterns eingebürgert hat. Trilogie des Scheiterns, damit war gemeint, die gescheiterten Hoffnungen auf die Anfänge, auf einen radikalen Neubeginn nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ich möchte hier einen Zugang zu Köppens Roman versuchen, der angesichts seiner politischen Thematik auf den ersten Blick nicht nahe zu liegen scheint. Ich lese ihn als ein Stück Rom-Literatur, also in der Tradition jener Rom- und Italien-Bücher, die die Geschichte der deutsch-italienischen Begegnung seit langem spiegeln und begleiten. Ich frage also, wer sind die Rom-Besucher des Romans? Mit welchen Augen und Gefühlen nehmen sie die Stadt wahr? Und welches Bild von Rom vermittelt der Roman? Nun könnten Sie einwenden, es ist ja ein Roman und den kann man nicht so ohne weiteres mit Reisebeschreibungen, Erinnerungen, sogar Reiseführern vergleichen. Nun lädt allerdings dieser Roman schon mit seinem ersten Satz ein, genau das zu tun. Er lautet: Es war einmal eine Zeit, da hatten Götter in der Stadt gewohnt. Der Satz enthält ein verstecktes Zitat. Haec est Italia dii sacra. Dies ist Italien den Göttern heilig. Es stammt aus der Naturgeschichte des antiken Autors Plinius und Jakob Burckhardt hat den Satz 1855 seinem berühmten Reiseführer, der Cicerone, eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens als Motto vorangestellt, einem der klassischen, vielgelesenen, entscheidenden Bücher der Darstellung Italiens. Seitdem wird dieser Satz zu einem Art Leitmotiv der Italienwahrnehmung. Bei Max Weber in den Italienerfahrungen wird er zitiert und sogar Carlo Schmidt, ich hatte das Buch am Anfang genannt, 46, mit diesem Motto leitet er sein Italienbuch ein und am Ende greift das nochmal auf, um das Italienbuch ausklingen zu lassen. Köppens Diktum im ersten Satz ist eindeutig. Dieses war einmal. Rom ist nicht mehr die Stadt der Götter, die heilige Roma. Damit formuliert also der Roman bereits in seinem ersten Satz Widerspruch auch gegen den Geist jener traditionellen und in der Nachkriegszeit wieder aufblühenden Romanliteratur, deren Autoren in der ewigen Stadt Kontinuität und Dauer einer abendländischen Idee des Humanismus und der Schönheit fanden. Wo fällt dieser Satz? Er fällt vor einem Glanzstück des Rom-Tourismus, dem Pantheon. Und sogleich wird dieser klassische Ort in absteigender Linie entzaubert. Köppen?
Jetzt liegt Raphael im Pantheon begraben, ein Halbgott noch, ein Glückskind Apolls. Doch wie traurig, was später sich ihm an Leichnamen gesellte. Ein Kardinal vergessener Verdienste, ein paar Könige, ihre mit Blindheit geschlagenen Generale, in der Karriere hochgediente Beamte, Gelehrte. Wen schert ihr Leben? Das Pantheon, die Wohnung aller Götter, nichts anderes als ein Leichenschauhaus immer unbedeutenderer Figuren. Und dennoch, die Stadt wimmelt, wie der Leser sogleich im ersten Absatz erfährt, nach wie vor von Deutschen vor dem Pantheon. Scharen von Pauschaltouristen sind gekommen. Im Hotel an der Via Condotti zecht man wie am deutschen Stammtisch, vorübergehend etabliert auf südlichem Breitengrad, das war jetzt wieder Köppen, und vor der Fontana Trevi singt ein Frauenchor fröhlich am Brunnen vor dem Tore. Wer sind diese Besucher? Köppen, Landsleute gleicher Schicht und gleicher Ansichten, davongekommene, einmal vom Schreck geschüttelte und dann vergessene, Volkswagenbesitzer, Mercedesfahrer, an deutscher Tüchtigkeit genesene und nun wieder willkommene Devisenbringer. In der kritischen Spiegelung Köppens, so dürfen wir deuten, sind es die Italien-Touristen der Allensbach-Umfrage, vom Schreck geschüttelte und wieder davongekommen. Sie haben Krieg und Nazizeit erlebt und vergessen. Oder sie zelebrieren die Erinnerung an diese Zeit in geradezu unschuldiger Weise. Auch Familie Pfaffrath gehört zu ihnen. Da die Begegnung mit Schwager Judean auf sich warten lässt, schließt sich die Familie einer Reisegruppe zu einem Ausflug nach Monte Cassino an. Köppen. Sie waren beim Kloster Cassino angekommen und hielten ein fröhliches Picknick auf dem Schlachtfeld. Der Wein kreiste und die Damen fürchteten, einen Schwips zu bekommen, aber die Herren sagten, dass sie damals noch viel mehr Wein getrunken hätten, die besten Fässer aus den Kellern, und einer erinnerte sich noch sehr gut an alles. Er war Regimentsadjutant gewesen, er hatte die Lage übersehen, er übersah sie wieder, dort war die Abtei, hier lagen sie und da war der Feind. Es war alles in allem ein fairer Krieg gewesen. Der Krieg hatte die alte Abtei zerstört, aber sie war in einem fairen Krieg zerstört worden. Alle hatten fair gekämpft, selbst der Feind, und die Toten waren fair gestorben. Es ist Erzählen im Erzählen, und der Autor nimmt dabei jene unendliche Erzählung auf, die in der Nachkriegszeit, die Schlacht um Monte Cassino im Frühjahr 1944, zu einer deutschen Heldenlegende verklärte. Einige der Älteren werden sich vielleicht an diese Zeit und diese Verklärung noch erinnern. Und die einen organisierten deutschen Schlachtfeldtourismus nach Monte Cassino zur Folge hatten. Es waren sogenannte Traditionsfahrten, und der Spiegel berichtet einem ausführlichen Artikel darüber, dass dabei tatsächlich dickbauchige Chianti-Flaschen kreisten, der Wein den Köppen hier erwähnt. Und alle hatten fair gekämpft. Da schwingt die sogenannte Ehrenerklärung mit, die Bundeskanzler Konrad Adenauer am 23. Januar 1951 im Deutschen Bundestag für die Tätigkeit der Angehörigen von Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg abgegeben hatte. Begegnen wir mit der Familie Pfaffrath den Vertretern der Wir-sind-wieder-wer-Mentalität, die Italien-Touristen des unbekümmerten Vergessens, so konfrontiert sie Köppen mit zwei Figuren, die nach dem Grauen von Krieg und Faschismus einen wirklichen Neuanfang wagen wollen. Beide Angehörige der jüngeren Generation. Da ist zunächst Adolf Judean, Sohn des SS-Mörders
und als Kind Zögling einer Ordensburg. Er geht den Weg der Religion, möchte als künftiger Priester Gott dienen. Das ist übrigens ein Schicksal, von dem ich glaube, dass es an Adolf Bormann, den ältesten Sohn von Martin Bormann, den Vertrauten Hitlers, anschließt. Martin Bormann wurde in Kriegsverbrecherprozessen zum Tod verurteilt, war aber flüchtig. Es ranken sich viele Legenden darum, wo er sich wohl aufhalten könnte. Und sein Sohn, ebenfalls mit dem Vornamen Adolf und ebenfalls auf einer Elite-Schule der Nazis erzogen, wie im Roman Adolf Jude Jan, ist tatsächlich Priester geworden, wurde 1958 zum Priester geweiht. Aber auch er, der Priesterschüler, begegnet in Rom den Schrecken der NS-Zeit. Auf dem Weg zur Peterskirche passiert er die pompöse Via della Conciliazione, und jetzt zitiere ich, und dummerweise nahm er die Pylonen, das sind diese steinernen Kandelaber. Die Pylonen war und erinnerte sich an Schmuckpfeiler mit Flammen und Rauch, an eine Gasse brennender Säulen, durch die er als bevorrechtigtes Kind, als Sohn seines Vaters, Julian, stolz gefahren war. An Nürnberg erinnerte ihn die Via della Conciliazione, an das Parteitagsgelände. Soweit Köppen. Hier ist es nicht wie bei Familie Pfaffrath die verklärend verdrängende Erzählung des Schreckens, sondern die quälend aus dem Unbewussten aufsteigende Kindheitserinnerung, die den jungen Mann aus der Söhnegeneration der Täter überfällt und lähmt, und das ja nicht zufällig in der triumphalistischen Via della Conciliazione. Es ist eine Konstruktion Mussolinis gewesen, triumphalistisch, ähnlich wie das, was Hitler in Nürnberg geschaffen hat. Beim Weitergehen Adolfs weiten sich die inneren Schreckensbilder des jungen Mannes bis in die klassischen Zeiten der römischen Antike. War nicht das Oval des Petersplatzes einmal der Zirkus des Nero gewesen? Hatte hier nicht das Kreuz gestanden, an dem Petrus das Haupt nach unten gehangen hatte? Berninis barocke Heiligenfiguren auf den Kolonnaden erscheinen ihm plötzlich als erregte Zuschauer eines öffentlichen Schauspiels der Grausamkeit und der Gewalt. Als er die Kirche betritt, wirkt sie nur noch kalt, kalt. Die berühmte Porphyrplatte der Krönung Karls des Großen ruft ihm nichts als die grässlichen Schlachten des mörderischen Kaisers in den Sinn. Adolf zweifelt an seiner Berufung. Erst der Anblick von Michelangelos Pietà tröstet ihn und richtet ihn wieder auf. Es sind böse Blicke, traurige Blicke, die auf die Sehenswürdigkeiten fallen. Sie sind befleckt, haben ihre Unschuld verloren. Denn sie lösen beim Betrachter Erinnerungen aus, die sich mit Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit verknüpfen. Einen anderen Weg in die Zukunft als Adolf sucht sein Cousin Siegfried, aus der Art geschlagen nach Meinung der Familie natürlich auch er. Der junge Neutöner interessiert sich nicht für das Rom der Ruinen und der Kirchen. Er liebt Rom, wie es lebt, wie es ist und wie es sich ihm darstellt. Denn was er hier sucht, ebenso in seiner Kunst wie in dieser Riesenstadt Rom, ist, und das ist nun ein Zauberwort der 50er Jahre, ist die Freiheit. Seinem Vaterland will er den Rücken kehren, die große fremde Stadt verkörpert für ihn die kosmopolitische Vaterlandslosigkeit, nach der er sich sehnt. Eine Einstellung, die an den zeitgenössischen Existenzialismus erinnert. Aber der Tod ist in Köppens Roman nicht nur ein Ereignis, sondern auch eine Person.
Es ist der im Untergrund lebende ehemalige SS-General Jude Jahn, ohne Zweifel die stärkste Figur der Geschichte. Allein sein Name, der, soweit ich weiß, in keiner Namensliste irgendwo in Deutschland jemals aufgetaucht ist und schon für den Leser und natürlich noch viel mehr für seinen Träger, einen Judenhasser, eine permanente Provokation darstellt. Auch er, Jude Jahn, zwingt den Leser dazu, seinen Wegen durch Rom zu folgen, mit seinen Augen zu sehen, seine Gedanken und Gefühle zu teilen. Abgestiegen ist Jude Jahn in einem der großen Luxushotels an der Via Veneto und im inneren Monolog erinnert er sich voller Genugtuung. Unter diesem Dach hatte er residiert. Von hier hatte er Botschaften in den Palazzo Venezia geschickt. Palazzo Venezia war der Sitz des von Mussolini. In der Halle des Hauses hatte er befohlen, die Geiseln zu erschießen. Erneut lohnt es sich, einen genaueren Blick auf Köppens topografische Hinweise zu werfen. Der obere Teil der Via Veneto mit seinen großen Hotels war während der deutschen Besatzung 1943-44 das Befehlszentrum der Wehrmacht gewesen. Im Hotel Excelsior, das gibt es übrigens heute immer noch, Fünf-Sterne-Hotel, im Hotel Excelsior residierte der deutsche Stadtkommandant Generalleutnant Kurt Melzer, der am 24. März 1944 dem SS-Führer Herbert Kappler den Befehl erteilte, im Rahmen einer sogenannten Vergeltungsaktion 355 italienische Zivilisten zu erschießen. Das ist das Massaker in den Fosse Ardeatine. Koppen ist ein versierter Autor. Er schreibt keinen Schlüsselroman, aber die genannten historischen Personen und ihre Taten sind in die Figur des Jude Jahn eingegangen. Und seine Rückkehr nach Rom ist die Rückkehr an einen Tatort und mit seinen Erinnerungen werden sie auch vor dem Leser lebendig. Denn Kriegserinnerungen und Fantasien begleiten ihn auf seinem Weg durch die Stadt. Hier hat ein Rollentausch stattgefunden. Aus dem ehemaligen deutschen Besatzer ist ein deutscher Tourist geworden. Köppen und innerer Monolog von Jude Jahn. Er hatte hier gewütet. Jetzt konnte er Rom zu Fuß durchstreifen, konnte mitnehmen, was die Stadt bot. Von der Via Veneto biegt er in die Via di Porta Pinciana ein. Hier wohnte, wie er weiß, Zitat, die Königsklicke, die den Duce verraten hatte. Königsklicke ist Sprachgebrauch von Goebbels für den sogenannten Verrat der Italiener, an dem die König Viktor Emanuel eine gewisse mitgearbeitet hat, weil er Mussolini hat inhaftieren lassen. Hier wohnte die Königsklicke, die den Duce verraten hatte. Und weiter in seinem inneren Monolog. An der Gartenmauer klebten Affischen, also Plakate. Ein Jahrgang der Jugend wurde zum Heeresdienst einberufen. Das konnte den Schwächlingen nur gut tun. Auf seinem Weg kommt er zur Piazza Trinità dei Monti, genießt die strategische Fantasie, dass er von hier aus, wie er denkt, mit einem Geschütz die Stadt beherrschen könnte. Im Hintergrund die Kuppel von St. Peter, der alte Feind. Er war nicht geschlagen. Die Partie war durch Verrat Remis ausgegangen. Denn der Krieg war noch immer nicht zu Ende, er schwelte nur. Und er würde wieder aufflammen. Auf dem Korso sieht sich Jude Jahn dann in der militärischen Wagenkolonne auf dem Weg zum Palazzo Venezia. Es ist ein Weg,
den man auf dem Stadtplan genau verfolgen kann. Route eines Stadtspaziergangs, wie viele sind ihn gegangen und wie oft wurde er beschrieben? Vorbei an den schönsten Erinnerungsorten des klassischen Rom. Für Jude Jan lösen sie die Erfahrung eines Déjà-vu aus, das in Krieg und Faschismus führt. Und manchmal in eine historische Universalität von Gewalt und Grauen, die über die Jahrhunderte zurückreicht bis in die Antike, vielleicht sogar bis in alle Ewigkeit. In den unterirdischen Kerkern der Engelsburg, dort wo Benvenuto Cellini geschmachtet hatte, dort findet Jude Jan schließlich einen solchen Ort. Zitat: Nichts Neues gab es aus alter Zeit zu sehen. Krieg und Kerker, Gefangenschaft und Tod. Immer hat es sie gegeben. Petrus war am Marterkreuz gestorben und seine, Jude Jans, Amtswalter hatten den Martertod ihren Feinden bestellt. So würde es bleiben und so war es gut. Es ist ein alternativer Stadtspaziergang durch Rom, eine ewige Stadt auch in der Wahrnehmung dieses Spaziergängers, aber eine ewige Stadt der Gewalt und des Todes. Die Schlussszene des Romans verdichtet noch einmal diesen Zusammenhang. Auch sie spielt an einem klassischen Ort des Rom-Tourismus. Der Mörder flüchtet ins Thermenmuseum gegenüber von Stazione Termini. Sein letzter Blick, umnebelt von Gaskammerhalluzinationen, gilt dem Mosaik eines römischen Athleten, in dem er sich plötzlich selbst erkennt. Zitat: Es war sein Gesicht, es war sein Nacken, es waren seine Schultern, es war ein Spiegelbild aus seiner besten Zeit, das ihn ansah. Er hatte in der Arena gestanden, er hatte mit dem kurzen Schwert gekämpft, er hatte viele umgelegt. Auch die Menschenbilder der Antike, über Jahrhunderte als Ausdruck des klassisch Schönen gefeiert, haben sich in die Visagen von Mördern verwandelt. Ich versuche ein vorläufiges Resümee. Mit den Rombesuchern in Köppens Roman, angefangen bei Familie Pfaffrath, den unbeschwerten Italientouristen, über den Priester Schüler und den Komponisten, beide Vertreter der jungen, der suchenden Generation, bis hin zum untergetauchten Kriegsverbrecher, begleiten wir als Leser und Leserinnen Menschen auf ihren Wegen durch Rom, die einen unvertrauten, verstörenden Blick auf eine durch Jahrhunderte deutscher Italienreisen geadelte, gleichsam geheiligte Stadt werfen. Straßen und Plätze, Kirchen und Monumente, Museen und Kunstwerke haben ihre Unschuld verloren. Die Semantik, die sie in langer Tradition der Wahrnehmung zu bewunderten Objekten der Schönheit, der Klassizität, des Humanum gemacht hat, hat ihren Glanz verloren. Sie sind wie übermalt, entstellt durch das, was sich hier und anderswo in der Zeit des Nationalsozialismus und des Faschismus ereignet hat. Rom bleibt ein Erinnerungsort der Deutschen, ein Nemotop, wie der Fachausdruck dafür lautet, ein klassischer Erinnerungsort, an dem sich sozusagen Identität einer Nation, einer Gruppe herstellt. Rom bleibt ein Erinnerungsort der Deutschen, ein Nemotop, aber die Konnotationen dieses Nemotops haben sich verändert, haben die Definitionen der Reiseführer zunichte gemacht. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihrer Umgebung tragen die Spuren jenes Schreckens, den die jüngste Geschichte über sie gebracht hat. Und über die Menschen, die vor ihnen stehen und ihre inneren Bilder auf die äußeren übertragen. Köppens Roman verfolgt diese alternative Rom-Wahrnehmung mit einer Provokanz und Unerbittlichkeit,
die ihn zu einem großen Wurf macht. Sein Titel zitiert vielleicht ein wenig ironisch jenen Roman vom Tod, der in einer anderen italienischen Stadt wütet, Thomas Manns Tod in Venedig. Wenn es dort der bakterielle Keim des Bösen ist, der das Unheil bringt, so bei Köppen der politische. Und dieser wiederum, davon ist der Autor überzeugt, wurzelt im Wesen des Menschen selber. Das Motto, das der Autor seinem Roman vorangestellt hat, stammt aus Dantes Inferno. Il mal seme d'Adamo, der böse Samen Adams. Das ist die Menschheit, die Charon, der toten Fährmann über den Acheron in die Hölle fährt. Eine komplexe Beschreibung der Menschheit, der böse Same Adams. Die Rezeption. Es wundert nicht, dass der Tod in Rom bei seinem Erscheinen 1954 keine größere Resonanz fand, stattdessen auf herbe Kritik stieß. Dieser Stoff wäre geeignet, die Gemüter in Erregung zu versetzen, wenn die Personen des Romans der Realität entsprungen wären, urteilte der Spiegel. Tatsächlich seien, wie der Spiegel weiterschreibt, blasse Gespenster aus den Fiolen des Alchemisten Köppen in den hellen römischen Tag gestiegen. Ähnlich die Zeit. Der Roman würde der tatsächlichen demokratischen Entwicklung in Nachkriegsdeutschland keinesfalls gerecht. Und damit sei das Buch eben kein Spiegel der deutschen Wirklichkeit, sondern deren Zerspiegel. Zu den wenigen Literaturkritikern, die von Anfang an Köppen verteidigt haben, gehörte übrigens Walter Jens und vor allem Marcel Reich-Ranicki. In der DDR, wo das Buch 1956 herauskam, erregte es aus anderen Gründen Anstoß. Köppens, wie die Kritik meinte, nur allzu berechtigte Kritik an der westdeutschen Gesellschaft, das war sozusagen das Positivum in der DDR, sei mit Dekadenz und Fäulnis gepaart, zu frivol und schamlos seien die sexuellen, vor allem die homosexuellen Szenen, die es in diesem Buch gibt. Erst mit den Veränderungen der 60er, End-60er Jahre wurde Köppens Roman zunehmend auch als Spiegel seiner Zeit und ihrer Mentalitäten verstanden. Sein Autor auch vielfach ausgezeichnet. Eine glänzende Verteidigung kam von der Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich. In einem in der Neuen Rundschau veröffentlichten Aufsatz analysierte sie die Figuren in Köppens Roman als Musterbeispiele eben jener Verleugnung und Verdrängung der Nazizeit, die sie in ihrem Roman Die Unfähigkeit zu trauern beschrieben hatte. Und sie macht damit auch deutlich, dass Literatur klüger sein kann als ihre Zeit, dass sie ein kritisches Bewusstsein von den Zuständen entzünden kann, längst bevor diese Zustände gesellschaftlich begriffen wurden. Wie nah den zeitgenössischen Verhältnissen selbst eine Figur wie Jude Jahn kam, haben erst allerjüngste Forschungen von Historikern zum Thema Nazis auf der Flucht gezeigt. Zahllose verurteilte oder untergetauchte Kriegsverbrecher entkamen nämlich über Italien nach Übersee, vor allem nach Argentinien, mithilfe eines deutsch-italienischen Netzwerks von Rotem Kreuz und Vatikan. Um nur einige Namen zu nennen, Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke, dann der Chef des KZs in Treblinka, der Chef des KZs in Sobibor, alle über Italien. Auf diese Weise lebten tatsächlich bis zu Beginn der 50er Jahre tatsächlich zahlreiche
gesuchte Nazi-Größen in Rom, zum Teil sogar mit ihren Frauen und Kindern, ganzen Familien, versteckt, wartend auf neue Pässe. Köppens Roman war also keineswegs so realitätsfern, wie es vielen damals erschien. Und zu Recht gehört er heute zu den Klassikern der Literatur der Nachkriegszeit, die den Wiederaufstieg Westdeutschlands im Schatten des großen Vergessens thematisiert haben, ähnlich natürlich wie andere Romane. Also denken wir an die Arbeit von Heinrich Böll, Haus ohne Hüter, oder natürlich Günter Grass, Die Blechtrommel. Lassen Sie mich schließen, indem ich die eingangs gestellte Frage noch einmal aufnehme. Welchen Platz nimmt der Tod in Rom in der Geschichte der deutschsprachigen Italienliteratur ein? Im Kontext der zeitgenössischen Romliteratur nach 1945, wie ich sie eingangs nur andeutend skizzieren konnte, ist Köppens Buch die große Ausnahme. Man könnte sagen, ein weißer Rabe, wenn nicht schwarz, der Grundton dieses Buches wäre. Mit seinem alternativen, den Leser provozierenden Italienbild gehört er allerdings in eine längere historische Linie. Seit dem 18. Jahrhundert haben es immer wieder einzelne Autoren gewagt, das klassische deutsche Italien Nemotop, also den Mainstream der gebildeten Italienwahrnehmung, in Frage zu stellen, wobei die literarischen Mittel der Satire und der gnadenlosen Zuspitzung immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich erinnere an Johann Gottfried Säumes Spaziergang nach Syrakus vom Jahr 1802, ein Buch, das Italien als Land der Pfaffenwirtschaft und der sozialen Ungerechtigkeiten entzaubern wollte. Einen fulminanten Skandal löste wenige Jahre später Gustav Nicolais Streitschrift Italien, wie es wirklich ist, Untertitel Eine Warnungsstimme für alle, welche sich dahin sehnen. Eine ganze Generation hat sich in der Zeit des Vormärz mit diesem Buch auseinandergesetzt. Ein riesiger Skandal. Im 20. Jahrhundert war dann Rolf-Dieter Brinkmanns Rom Blicke von 1979 eine solche Provokation. Immer waren es Bücher, die das festgelegte Italienbild erschüttert und damit längerfristig zu seiner Veränderung und Differenzierung beigetragen haben. Ich vermute, in eine ähnliche Richtung geht ein Satz, mit dem der Literaturwissenschaftler Walter Jens den Tod in Venedig 1955 in einer Rezension gewürdigt hat. Er schreibt nämlich, das Buch sei eine literarische Kostbarkeit und nicht nur für Romreisende heilsam. Nicht nur für Romreisende heilsam. Was kann er damit meinen? Vielleicht Folgendes. Noch immer ist, auch bei Romreisenden, die deutsch-italienische Geschichte der Jahre 1943 bis 1945 wenig bekannt. Selbst in neueren und neuesten Romführern sucht man vergeblich nach Hinweisen auf Orte, an denen diese jüngere Geschichte sichtbar wird. Ich denke etwa an das Museum der Shoah im Ghetto oder an das Museo della Liberazione in der Via Tasso, ganz in der Nähe der Lateranbasilika. Das war das Hauptquartier der SS in 43 bis 45 mit den Zellen für die SS-Gefangenen, mit einem Überblick über die Geschichte der deutsch-italienischen Beziehungen in dieser Zeit. Oder ich denke an die bereits genannte Gedenkstätte in den Fosse Ardeatine, übrigens ganz in der Nähe der Via Appia.
Gehören nicht auch Sie, genauso wie die Casa di Goethe am Corso Numero 18, zu den Sehens- und Denkwürdigkeiten der Stadt, den Memorabilia Romae, wie einer der ältesten europäischen Romführer lautete? Ich denke, auch Sie sind Zeugen der alten, unlösbaren Verbundenheit zwischen Italia und Germania, wie sie Friedrich Overbecks Ölgemälde in der Neuen Pinakothek in München zur gleichsam Ikone der deutsch-italienischen Beziehungen gemacht hat. Wenn Bücher uns die Augen öffnen können, indem sie uns zwingen, fremde, auch böse Blicke zu unseren eigenen zu machen, ist Köppens Tod in Rom nicht nur ein literarisches Meisterwerk, sondern auch ein Romführer der ganz besonderen Art. Vielen Dank.